Ein Papier, hä? Ein Schriftstück? Auf diese aus einem Logbuch herausgerissene Seite sind nur ein paar Worte geschmiert. Ich wende mich von euch ab, Mutter. Meine Stimme der Wahrheit wird die Kakophonie der Narren übertönen. Ehren. Ein neuer Name in diesem Spiel hier. Ihr seid mein Glücksbringer. Was habt ihr gefunden? Es liest sich wie eine Meditation, geschrieben auf einer Seite aus irgendjemandes persönlichem Logbuch. Seid ihr mit dem Lautlosen vertraut? Ich habe von ihnen gehört. Für gewöhnlich sind sie friedlich. Glaubt ihr, dieser Solvari ist einer von ihnen? Mal sehen. Die Lautlosen haben den Schutz des blassen Baumes verlassen, oder nicht? Ich habe gehört zu haben, sie würden die Solvari-Gesellschaft ablehnen. Ach so ist das, okay. Das wusste ich jetzt nicht. Schon, aber im Gegensatz zum Albtraumhof folgen sie keiner bösen Gesinnung. Wir suchen also nach einem lautlosen Solvari, der nicht länger den Schutz des blassen Baumes genießt. Und der, dem Namen nach zu urteilen, höchstwahrscheinlich männlich ist. Unser Solvari gehört also zu den Lautlosen. Jory, ihr klingt ja so aufgekratzt. Die Sache wird interessant, Liebes. Natürlich bin ich aufgekratzt. Ich dachte mir, die Lautlosen wären so eine Untergruppe der Solvari, die einfach nur meditieren, wie Mönche oder sowas in der Art. Ich wusste jetzt nicht, dass die sich auch quasi dem Glauben des blassen Baumes abgewendet haben. So, mal gucken, da hinten ist noch etwas. Hier gibt es jetzt auf jeden Fall die neuen Staubmilben. Oh! Die schießen mit irgendwelchen Winden hier. Grässliche Geschichte. Oh je, noch mehr von den Viechern. So, dann kommt mal her, ihr drei. Boah. Okay. Puh. Alles klar, da hinten ist jetzt ein Veteranenstaubmilbenwirbelwind. Oh Gott, was ein Zungenbrecher. Okay, der lässt sich auch nicht fortjagen. Das macht die Sache noch ein bisschen unangenehm. Mein Handy klingelt gerade. Haha. Hört ihr das? Ja. Ja, Sekunde. Tja, und da bin ich wieder. Ah, das ist natürlich super praktisch, dass jetzt natürlich die Kesmir hier wiederbeleben kann. Ihr solltet wissen, dass ich nicht immer nur lächle. Ah. Okay, auf jeden Fall machen die blind. Das heißt, genau, ich bin schon wieder blind. Oder ich war blind. Und sie können sogar Staubmilben herbeirufen. So wie es aussieht. Denn es sind ja zwei, die hier sind. Schön, wenn ihr es so haben wollt. Okay. Was haben wir hier? Die Brandspuren in diesem Holz stammen von einer Explosion. Sie unterscheiden sich von denen einer langsamen Verbrennung, wie sie am Großteil des Wachs zu sehen sind. Eine Bombe, hä? Seht mal da drüben.
Die Brandspuren und schweren Schäden an diesem Stützbalken des Luftschiffs deuten stark auf Sprengstoff hin. Wahrscheinlich wurde eine Bombe in der Nähe platziert. Komisch. Einige der Schäden sind nicht neu. Die Brandstellen sind alt. Als hätte man sie vor dem Absturz angegriffen. Seltsam, seltsam. Okay, und wir haben jetzt hier nochmal eine weitere. Ah, und noch mehr Staubmilben. Oh Mann. Die mag ich jetzt schon. Ach, Sekunde. Dann mache ich doch gerade mal den hier. Dann kann nämlich der Golem die Dinger vielleicht in Schach halten. Ah, Mensch. Geht weg. Okay. Da sind wir wenigstens zu viert vielleicht. Vielleicht hilft das ja auch ein bisschen was. Da ist noch mehr Staubmilben. Put, 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 put. Ah. Hier ist ein Heuhaufen. Da, Heuhaufen steht da, aber ich kann da nichts tun. Okay, egal. Gehen wir weiter. In die Richtung. Und noch mehr Inquestur. So ein Zufall aber auch. Dann kommt mal hoch. Ach, man kann da nicht. Okay, dann kommen wir eben runter. Was soll's? Au. So, alles kein Problem. Jetzt zum letzten hier noch. Okay. Bah. Was haben wir hier? Diese Sephiritin ist bewaffnet und gepanzert, als gehöre sie zu einer besonderen Garde. Auf ihrem Körper sind Sprengpulver und Verbrennungen zu finden. Warum muss es denn wieder ein Silvari sein? Ich weiß nicht, aber er hat nicht willkürlich gehandelt. Er war hinter etwas oder jemandem her. Der Meister des Friedens. Ist er auf der Flucht? Ist der Assassine hinter ihm her? Ich glaube ja. Wir müssen ihn vor dem Assassinen finden. Glaubt ihr, wir können sie aufspüren? Die Musik ist total schön. Ich bezweifle, dass der Meister des Friedens dieses Gebiet besser kennt als wir. Versetzt euch in seine Lage. Wohin würdet ihr gehen, wenn man euch verfolgt? Ich würde versuchen, die nächstgelegene Stadt zu gelangen. Das ergibt Sinn. Nun, dann sollten wir uns in diese Stadt dort begeben. Ich werde gehen, ihr bleibt hier und bringt die Untersuchung zum Abschluss. Mein Gott, ich kann wieder nicht lesen heute. Ah, klar, Boss. Es macht euch nichts aus, allein zu gehen. Rox, Braham und Timmy werden mich begleiten. Gut, wir treffen euch, sobald wir hier fertig sind. Joy? Ja, Liebes? Ich hatte gehofft, wenn Scarlett fort wäre, wäre erstmal Schluss mit Tod und Zerstörung. Leider fürchte ich, Scarlett war nur die Spitze eines sehr, sehr großen Eisbergs. Tja, was die Frau losgetreten hat, das werden wir jetzt auch so nach und nach erfahren, ja. Wir haben die nächste Instanz abgeschlossen, abgestützte Hoffnung und bekommen wieder 5 Horte mit Vorräten der Inquesturforscher, 10 Geoden, 5 aufsteigende Fragmente und eine vergoldete Schatulle. Anerkennung. Und bekommen nebenher noch einen Stufenaufstieg. Wir sind jetzt Stufe 82, glaube ich. So, und können den Bereich hier hinten verlassen, nehme ich an, ne? An dieser Stelle hier gegenüber. So. Kehren wieder ins Gebiet zurück und ich würde sagen, wir machen hier gleich mal weiter. Oh, was haben wir hier? Unterstützt die Überlebenden des Absturzes, indem ihr überall um Trockenkuppe eure Hilfe anbietet. Sammelt Gunst der Sephriten, um die Hilfsaktion zu unterstützen. Tja. Friede sei mit euch. Ja, Friede sei auch mit dir. So, hier gibt's wieder. Ah.
Eine verlorene Münze ist da hinten. Kommt man da hin, bitte? Nein. Ah, aua. Na gut, wir haben auf jeden Fall hier nochmal was. Kommt man da von hier aus hoch? Es ist ein bisschen dunkel hier. So, Moment. Wir können vielleicht auf den Balken hier drauf. Und dann da hoch. Ja. Okay. Da gibt es auch mehr, so wie es aussieht. Boah, ist ja heftig. Hier geht's ja voll labyrinthmäßig. Geht's hier lang. Was haben wir da? Ah, hahaha. Super. Die nächste gefunden. Da ist auf jeden Fall ein Felsbrocken. Den braucht man nicht aufsammeln. Boah, auf jeden Fall die gleiche Baukunst. Hier mit solchen riesigen Bambussprossen, wenn man das so nennen kann. Haben sich hier Brücken gebaut. So, was haben wir da? Ein Papierschnipsel liegt da hinten. Aber Moment, erstmal. Ah, ist eh rum, okay. Was ist das? Besiegt 13, tut sie. Wer ist denn das? Als wir das Schlachtfeld erreichen, haben wir die Gespräche über alles nicht Lebenswichtige eingestellt. Wir sind zu erschöpft, um an mehr als den nächsten Schritt zu denken. Es wirkt ganz so, als wollten Wind, Sonne und Wetter uns das Vorankommen erschweren. Irgendwo ist hier 13, tut sie, aber ich weiß nicht wo. So ist es, genau. Ich habe gelesen, Sie waren früher präsenter in eurem Leben. Sie sind es noch. Wir spüren Ihren Segen jeden Tag. Sie leihen uns Ihre Stärke, Ihre Kraft. Ich glaube, jetzt verstehe ich. Danke. Wenn das so ist. Zu glauben, dass so viele den Absturz überlebt haben. So, ich habe gesehen, da oben, glaube ich, war noch eine verlorene Münze. Und hier irgendwo gab es doch da hinten, genau. Das brauchen wir, um da hochzuspringen. So, genau, da oben ist sie. Vielleicht kann man hier da auf das diese Markise hüpfen. Und von da aus dann, ja, genau. Einfach hoch. Super. So, wir müssen jetzt 4 Stück haben, glaube ich. Und da das hier abgesperrt ist und sich so bewegt, glaube ich, dass das Treibsand ist. Da brauchen wir auf jeden Fall hier diese Fähigkeit. So, mal schauen, was da hinten noch ist. Was haben wir denn dabei zum Holzhacken? Ja, die müsste passen. Da gibt es einen Kaktus noch. Kann man die sammeln? Tatsache. Aber wir haben wohl nicht die beste Sichel gerade in der Hand. Die reicht wohl nicht mehr. Schade. So, da hinten noch eine Münze. Ich wusste, ich schaffe das. Jo. Jetzt haben wir 5 Stück. Ich weiß nicht, wie viele wir sammeln müssen, aber das sehen wir dann gleich. Da oben ist noch eine. Moment. Wenn ich schon mal hier bin, dann hüpfe ich gleich mal zurück und hole mir nochmal den Sprungskill. Zum Glück haben wir hier diese Verschnellerung. Das, das hilft schon mal sehr. So, das heißt natürlich zudem, dass wir ja, die Skills nur ein paar Mal benutzen können, müssen wir sie auch noch in einer gewissen Zeit benutzen. Ja, das war's schon. Das ist ja... Ja, wie wäre es, wenn ich einfach hochgehe? Das dürfte ja auch so funktionieren, oder? Na? Jawohl. So, die haben wir auch. Geht's da oben nochmal lang? Hier ist eine Höhle, wo es reingeht.
Dunkel. Ein Assassine ist hier. Gibt's hier irgendwo noch andere Sachen? Mal schauen. Bis auf Gegner. Hier gibt's einige. Ach du Schande.